Hallo und willkommen zurück bei Mafia 3 und wir sind mit dem guten Lincoln unterwegs zu unserem nächsten Ziel, das wir in der letzten Folge ja noch angenommen haben für Vito. Ja, schauen wir mal, dass wir den finden. Und den erledigen können. Bin ja mal gespannt, ob es bis zum Ende dann auch ein paar Antworten gibt, dass das Ganze hier auch wirklich Sinn macht, was wir tun. So, der springt erstmal unters nächste Auto. Um nicht vor unter unserem Auto zu landen. Aber gut, muss jeder selbst wissen. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Ist ja gar nicht mal weit weg. Oh, hier sind viele, viele Gegner. Überall. So, ich halte hier mal an. Erledige Pauli Bacardi. Biancardi, so rum. Vorher brauche ich auch nochmal den guten. Ich könnte hier in South Downs eine Lieferung gebrauchen. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Damit ich schon mal alles auffüllen kann. Auf zu hupen! Sonst hupe ich zurück! Alles, was du siehst, kannst du kaufen. So, Munition auffüllen. Dann Sprengstoff. Zack. Auch aufgefüllt. Und dann brauche ich noch hier, das ist natürlich das Übliche, wie immer. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. So, geh mal. Wo wollen Sie denn mit dem Ding hin? Weg von dir. Was verdammt nochmal? Was im Gott passiert. Hier geht's gleich los. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Es gab ein Tötungsdelikt. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Ein jetzt wird's natürlich gerade ein bisschen hektisch hier. Hey, pass auf, wo du hinläufst. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Ich. Das hier ist Sperr. Oh, kommt schon. Beide. Aua. So, zwei Stück wieder weg. Nee. Ich rette jetzt niemanden. Alter, wie schießt denn da schon wieder? Alter, was geht denn hier ab? Kommen die aus der Kirche gerade oder was? Ah, da ist noch einer. Oh Mann, jetzt geht's hier richtig rund. Jetzt haben wir alles an der Backe, was man an der Backe haben kann. Kurz heilen. Jetzt muss ich die Bullen auch noch mitnehmen, oder was? Alter, Vater, jetzt wird's hier aber richtig hässlich. Meine Fresse. Alter, kommt jetzt die ganze Armee an, oder was? Auf mich zu schießen, ey. Oh oh. Alter, ernsthaft jetzt? Von oben? Ah, ja, nee, ist klar, Alter. Komm. Okay, ich gehe jetzt erstmal auf die Flucht hier irgendwie, ey. Mir scheißegal. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ich muss mich hier irgendwo verstecken, da vorne. Nein! Ach, komm, ey! Jetzt kommen die alle hier hin. Leckt mich doch am Sack, ey! Kann ich mich irgendwo verstecken? Ich hoffe, die sehen mich nicht. Alter, leck mich doch am Sack, ey! Alter, der ist da, der Gegner. Oh ja, jetzt kommen die auch noch dazu, ey. Ich glaube, ich muss mich verrecken lassen. Anders geht's hier gar nicht, ey. Ich komme ja gar nicht mehr weg. Lums, die Lums, die Lums. Du auch noch. Alter.
Ey, das ist schlimmer als alles andere. Ah, häng erstmal eine Weile daran fest. So, den hätten wir auch. Kurz nachladen. So. Gesetz verbietet dir, Tiere zu erschießen. Was? Ey, der konnte es nicht extra hier rum, oder? Willst du mich verarschen, ey? Boah, wir kommen hier nochmal weg. Lauf! Alter! Dann hoffen wir, dass ich ein anderes Versteck finde. Ey, muss doch irgendwo ein Versteck sein, ey. Ach, jetzt komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Da komme ich auch nicht rein. Boah, hier muss doch irgendwo ein Versteck sein. Kann ich hier rechts? Kann ich hier rechts? Kann ich hier rechts? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, hoffentlich kann ich mich jetzt erstmal verstecken, bis die Scheiße vorbei ist und dann gehen wir das Ganze nochmal an. Meine Fresse, sage ich dazu nur. Jetzt sind wir die ersten Minuten hier erstmal nur geflüchtet. Wie lang dauert denn der Scheiß? Jetzt komm schon. Das war jetzt echt mal krass. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt erledigt haben in dieser Zeit da gerade. Der gute Lincoln versteckt sich hier erstmal eine Weile. Ah, gucken wir uns hier mal die Wand an. Da, guck. Nicht gerade die schärfste Textur. Ja. Dafür ein scharfer Typ. Ho, ho, ho. Hm. Das dauert aber lange. Mal aufhören, mich zu suchen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal kurz gucken. Ist noch ein bisschen sehr weit, bis ich da raus wäre. Aus dem Suchgebiet. Tja. An alle Einheiten. Na, endlich. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Na, endlich. Jetzt kann ich entweder nochmal weitermachen hier. Meine Fresse, ey. Das war jetzt vielleicht ein Akt, Sie wollte also den Rest von uns überreden zu streiken. Protestieren, sagt sie. Was jetzt kann ich die ganze Scheiße hier nochmal machen. Komm mal her. Wir waren schon wieder pleite, ey. Bei der ganzen Kohle, die ich jetzt ausgegeben habe. Nach diesem Schlachtfest. So, ihr müsst jetzt alle mal kurz warten. Ich muss mal eben kurz wieder einkaufen hier. So, nein. Das Ganze noch einmal. So, jetzt nochmal da vorne hin. Und dann geht das Ganze hoffentlich diesmal besser aus. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, nicht gerade vor Passanten. Halt die Fresse. Sollte vielleicht nicht vor Passanten irgendwas machen. Alter, wer hat die Textur denn hier verbrochen? Ernsthaft jetzt? Boah. Ich weiß nicht, ob das Steine oder Kotze sein soll. Aber gut. So, nochmal hier hin. Es sind schon wieder so viele hier. Auch einen entdeckt. Was? So, zwei erledigt, der nächste bitte. Was? Der wollte irgendwas sagen. Aber jetzt ist da ein dicker Blutfleck an der Wand. Also irgendwie. Was? Wo? Was? Tanz für mich. Habe ich mich leer geschossen? Ja, guck mal hier, guck mal da. So viele.
Also so leer kann die nicht gewesen sein, so viele Kugeln, mit der er noch gefressen hat. Jetzt brennt es richtig! Ja, brennt es jetzt richtig? Komm her. Oh, daneben geworfen, mein Freund. Da ist der. Was, wo? Da bist du. Ich weiß, dass ich hier bin. Verdammt. Verdammt, der ist direkt vor mir. Mich hat's böse erwischt. Oh, oh. Hab ich den noch erwischt? Nein. Jetzt aber. So, irgendwo hier vorne. Oh, Victor. Da flutscht ihm einfach das Ding aus. Ah, da ist ja der gute Pauli. Komm mal her hier. Aua, aua. So, Sache erledigt. Jetzt können wir zurück zu Vito. War eine schwere Geburt. Lass mich nicht so sterben. Wer soll denn hier? Ich soll dich nicht so sterben lassen? Dann halt so. Warte, warte, warte. Oh. Okay, die Sache erledigt. Der zappelt auch noch hier. Stilums, Stilums. Knarre wegstecken und dann können wir uns endlich hier mal wieder verziehen und zurück zu Vito donnern. Protomag. Wäre jetzt so ganz cool, dass ich nicht unbedingt. Ah ja. Was ist denn hier los, ey? Hoffentlich den Vito finde ich jetzt relativ schnell wieder zurück. Wo? Einmal hier rum, dann sind wir aber gleich schon wieder da. Mann, Mann, Mann. Also, das hat jetzt länger gedauert, als ich erwartet hatte, aber gut. War halt eine Schießerei, die so nicht geplant war, mit dem Bullen noch dabei, aber nun gut. Passiert halt auch mal. Ah, den Lackschaden, den bezahle ich dir ja nicht. Alter, was ist hier los? Und da sind wir auch schon wieder. Du bleibst da stehen. Ja, bleib mitten auf der Kreuzung stehen, weißt du? Fährst los und bleibst auf der Kreuzung stehen. Was bist du denn für eine Kanone, ey? So, eingeparkt, ausgestiegen und zu Vito. Der gute Vito wird sich freuen, dass wir ihm diesen Gefallen getan haben. Hallo, ich bin's. Lässt du es immer schön krachen, Lincoln? Na sicher. Du hast noch einen Wichser von meiner Liste geixt. Danke. Immer gerne doch. Ja. Will er schon wieder was von mir? Oder was? Nee, also er blinkt zumindest gerade mal nicht. Das ist ja schon mal viel wert. So, jetzt muss ich mal schauen. Haben wir noch mehr hier? Der Bader will gerade nix von mir, das ist schon mal gut. Ja, für ihn müsste ich noch irgendwas machen, irgendwann mal. Nun gut, das können wir irgendwann machen. Aber sonst noch irgendetwas? Ja, hier unten noch irgendwelche Aufträge, ein andermal. Ja. Da gibt's nur eine Auszahlung. Dann würde ich sagen, dann begeben wir uns dieses Mal zur nächsten Quest Blut und Öl. Das klingt schon mal ganz gut für Cassandra. Zumindest das mit dem Blut. Öl jetzt nicht unbedingt. Machen wir uns mal auf den Weg dahin. Die beiden Blutflecken sind immer noch hier im Holz eingraviert. Eben hier vorbei und dann geht's weiter. Dann da vorne rechts.
Dann sind wir auch schon gleich da, wenn man hier vorne links fahren kann. Alter, was ist das hier an Gegner noch rum hier? Das ist ja der Hammer. Ich glaube, wenn ich hier losballern würde, wäre ja richtig Action. Was auch immer das für Gebiete sind. Aber ich schätze mal, wenn wir dieses Gebiet dann unser es nennen dürfen, dann kriegt Marcano langsam das Flattern. Könnt ihr mir gut vorstellen, weil dann bleibt ihm ja nicht mehr sonderlich viel. Bin mal gespannt, wann wir auf unseren hinterfotzigen Freund aus dem Banküberfall wieder treffen. Also nicht Marcano selber, sondern ich weiß gar nicht, wie ist das? Ist der Billy oder was weiß ich? Keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Schon so lange her. Ja, das war Anfang Oktober, als ich damit angefangen habe. Jetzt haben wir ja schon Ende November, ey. Das ist ja lecker funny, ey. Die Zeit, die rennt. So, und hier vorne soll ich irgendwo warten. Ja, dann machen wir das doch mal. Setzen wir uns zu dem guten Freund hier so. So. Danny Donovan. Ich kapiere nicht, wie man hier unten leben kann. Es ist heiß, es ist feucht und meistens stinkt's grauenhaft nach dem Fluss. Ich riech gar nichts. Du weißt, was ich meine. Der Gestank von Schlamm. Feuchter, vergammelter Schlamm, in dem seit Urzeiten alles Mögliche verrottet. Im Mekong-Delta hat das ganz genauso widerlich gestunken. Und diesen Mief hasse ich noch heute. Was hast du rausgefunden? Franco Frank Pagani schmeißt Tick vor Harbor. Er steht unter Tommy Marcano und hat ein Schiff mit Namen Tanager, mit dem er seinen Shit rein und raus aus der Stadt bringt. Die letzten 8 Monate fuhr er angeblich damit nach Bermuda. Nach Bermuda? Natürlich nur offiziell. In Wirklichkeit war er in Kuba. Marcano hat mal die Mafia-Casinos in Havanna geleitet. Ich vermute, Franks Auftrag war, alles Verwertbare aus den alten Casinos rauszuholen und dann hierher zu bringen. Eine ganze Menge Aufwand für ein paar alte Roulette-Tische und Spielautomaten, da war sicher was ganz anderes am Laufen. So dumm, dass wir Frank nicht einfach danach fragen können. Er ist in Havanna und kommt sicher so bald nicht zurück. Wir könnten ihn überzeugen, seine Reisepläne zu ändern. Franks Business sind hauptsächlich gestohlene Autos und Fracht. Such mal nach Plätzen, an denen sowas vertickt wird. Sobald die lahmgelegt sind, wird er heimkommen. Alles klar. Ich höre mal bei der Küstenwache mit und sag Bescheid, wenn die Tanager Kontakt aufnimmt. Okidoki. Ja, gut. Damit haben wir ein paar neue Aufträge. Mal wieder. Ist nur die Frage, was genau? Hallo, Polizei. Zappelt da ein bisschen rum. Rede mit Gina Kowalski, Autodiebstahl. Okay, Leutnant. Frank Pagani. Als loyaler Leutnant steht Frank Pagani seinem Capo Tommy Marcano jederzeit zu Diensten. Er ist bereit, alles zu tun, was Tommy von ihm verlangt. Franks einziges Bestreben ist es, Tick for Harbor zu verlieren. Nicht zu verlieren, natürlich. Frank auszuschalten verhilft dir bestimmt zu Informationen, die du gegen Tommy Marcano einsetzen kannst. Ja, das glaube ich sogar. Schauen wir doch mal eben ganz kurz. Das sind also die Missionen. Wir könnten jetzt hier mit Gina Kowalski reden oder hier mit Pablo Duarte. Ich würde sagen, Pablo Duarte, damit fangen wir an. Aber vorher, wo haben wir denn hier? Ja, das sind unsere Verbündeten. Ich weiß gar nicht, kann ich hier mal irgendwas sehen? Geschäfte. Sieht sehr gut aus. Okay, da können wir bald einen neuen... ein Viermann-Team rufen. Aha, interessant. Ich brauche einen Gefallen. Okay, da haben wir 3 von 5 abgeschlossen. Consigliere, ja, das ist auch klar. Überfallkommando haben wir ja schon. Und der Mafia-Arzt sowieso. Ja, ich muss mich irgendwann einmal das mit Burke irgendwann auseinandersetzen, wegen diesen Kackautos. Muss ich ein andermal machen. Das mache ich vielleicht mal offscreen. Einfach mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber das ist super nervig. Ja, bei ihr, da kann ich noch nicht so viel anrichten irgendwie bisher. Das läuft noch nicht so wirklich rund. Mal gucken. Ja.
Gut, da wo ich überhaupt hin wollte, war die Abschussliste. 5 von 6 da unten haben wir schon erledigt. Jetzt geht's mit gegen Frank Pagani. Franks Verbrecherkarriere begann recht rührselig im Jahr 39. War da nicht Vito so ungefähr wieder aus dem Krieg zurückgekommen? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich meine, das wäre so die Zeit gewesen. Arbeitete er als junger Kerl an den Docks im River Row. Er hatte eine Frau, das Baby war unterwegs, aber bedauerlicherweise starben beide bei der Geburt. Alter Vater, das ist aber, puh, sowas kann prägen. Frank nahm das nächste Schiff und schaute nie zurück. Seither hat Frank eine Todessehnsucht und übernimmt jeden Job, bei dem er draußen auf dem Meer bleiben kann. So kam er auch dazu, Schmuggler, Schmuggelgut über für die Frank Carillo-Familie zu transportieren. So lassen Franks Frank schuften wie ein Tier, aber es ist ihm scheißegal, solange es ihn nur von seinem Kummer ablenkt. Als Sal sein Casino auf Kuba eröffnet, übergibt er die Kontrolle darüber dem jüngsten Marcano-Bruder. Tommy und bittet Frank, ein wenig auf ihn aufzupassen. Alles läuft prima, bis Castro in die Stadt geritten kommt und alles zu Klump schießt. Ja, Castro ist wohl Fidel Castro von Kiel, Fidel Castro die Rede. Vermute ich jetzt einfach mal, zumindest kommt das nicht so ganz hier rüber. Fidel Castro, alle werden es wohl mitbekommen haben in letzter Zeit, er ist ebenfalls über den, ja, ist nicht mehr unter uns, sagen wir es mal so. Naja, ist ja auch egal, das nur mal so nebenbei. Es war Frank, der Tommy da lebend rausgeholt hat und so etwas vergisst Sal ihm nie. Als Belohnung gibt Sal Frank die Kontrolle über die illegalen Geschäfte im Hafen und Tick vor. Frank weigert sich zuerst, lenkt aber dann ein, als ihm klar wird, dass er ja immer noch jederzeit raus auf See kann, wenn er Lust hat. Er wird sesshaft, heiratet wieder und hat sogar 2 Töchter. Na, immerhin. Analyse: Sal Marcano hat Frank sein Leben wiedergegeben. Betrachtet ihn wohl sogar als Teil seiner Familie. Es wird schwierig werden, ihn zum Reden zu bringen. Na, ich bin ja mal gespannt. Die kriminellen Geschäfte, Öl und Autodiebstahl haben wir ja schon gehört. Aber okay, jetzt brauchen wir erstmal eine Karre, die ich hier geparkt habe am besten. Wäre vielleicht eine gute Sache. Entgehen wir auch dem Diebstahl. Und fahren einmal dort oben hin zu unserem ersten Ziel. Hier in diesem Gebiet. Eieieiei! Alter, wer hat denn da die Scheiße da wieder hingestellt, ey? Mann, Mann, Mann. So, noch einmal rechts und einmal links und dann dürften wir auch langsam im Hafen angekommen sein. Aha. Okay. Hallo. Irgendwo hier ist der Typi, mit dem ich reden soll. Ah, da vorne drinnen. Okay. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann reden wir mit dem guten Typi da. Und dann schauen wir mal, was wir zu tun bekommen. Also, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Sagt euch euer Bussard hier bei Mafia 3. Bis zum nächsten Mal.